Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Ja, und wir haben in der letzten Folge mit Rosa gesprochen. Das ist nämlich diese gute Dame. Ich sag's mir. Ja. Okay. Und sie hat uns gesagt, wir sollen mal mit I reden. Und das ist I. Listen, it's like a Tuggy Tops about 1000 times now. We know we can't hunt round here, alright? We're minding our own business. No reason to hassle the weaklings. Sind hier irgendwelche Schläger mit Baseballschlägern durchgekommen? You should try up there, through that chain link gate. A couple of real nasty looking blokes come out there a couple of times a night. Cool, also Jungs, wer genau seid ihr denn nun? You mean you ain't here to run us off? Nein, sollte ich? We're getting pretty sick of it. Someone's sighting domain or in the worst cases hunting us for sport. Was? Wieso? Dunno. We all seem to have come down with the same disease. Oh, who am I kidding? We're a bad horror show, right? We seem to be the runts, the mistakes. You types call us thin butts. I say we're all equally screwed. Dünnblütige? Aber welchem Clan gehört ihr an? Clan? See, I've heard all that before. And I still don't know what the hell anyone's talking about. I'd like to know just what I've become. We'd all like to know just what the hell kind of devil's contract we've apparently signed. Und wie ist euch das überhaupt passiert? I just come to town for the surf tourney. Seems like years ago. It's, well, been about 6 months now. Every night during the finals, I used to hit the local diner after the beach parties fizzled out in the AM. That's where I met her. Und wen? She had a natural beauty. Not what I call a plastic dolls littering the sand. Her name was Lily. I remember introducing myself. The way she seemed grateful for the company. Well, a few nights after our meeting, we were on the beach alone. Nur weiter. She tried to tell me what she was, but I didn't understand. And so she showed me. I was furious with her when I took it all in. I cursed her and left, never really knowing what I was. Well, I realize now how she must have felt. So here I am now, a mystery to myself. Ist sie tot? Clinically, yes. But honestly, I don't know. I suppose I'd have moved on by now if I didn't think she'd show up one of these nights. There's a lot I've got left to say to her. Aber ihr wisst schon, dass ihr Vampire seid, oder? That's what Lily tried to tell me. But what I don't understand are the rules, and the terms, and the reasons some of them are at our throats claiming we're harbingers of the apocalypse. That's what I want to know. Was ich nicht verstehe, warum die überhaupt noch leben. Weil wir wurden ja vors Gericht gezerrt und unser Erzeuger wurde umgebracht, aber diese leben noch. Also die Camarilla hätte die doch längst vernichten müssen, oder? Sind denn auch alle anderen hier Dünnblütige? Aye, most of them just recently arrived in LA. Were chased off by the Sabbath or some such thing from their home cities. More in the dark than I am. They're a good bunch, but well, they've been through a lot. It's affected them. Vielleicht sollte ich mich mal in diese ganze Sache reinhängen. Well, I hope you had better luck than I did. No one's been particularly friendly to me in this city. The only reason we're in Santa Monica is because we haven't been chased out yet. Ich werde mal rumfragen und schauen, was ich so ausgrabe. Oh, we'd appreciate it. Oh, before I forget, name's E. The black-haired beauty over there is Rosa. Sees the future, so she says. That nervous bloke is Copper. And the one who can't speak so well is Julius. Kids class with him. They've had it rough. Irgendeine Idee, wo ich zu suchen anfangen sollte? Seems no one will talk about it. This all started that night in the diner. Maybe you could start there? Ich schau mal, was ich tun kann. Tschüssi. Thin blood. I'm sticking after me. Okay. Ja, das ist Copper und das dort hinten ist Julius. Und wir werden mal der Sache nachgehen und im Diner nachschauen. Und das Astrolight werden wir später erst holen. So, wir werden jetzt hier wieder das Treppenhaus hochgehen, durch die Tiefgarage. Und mal zur Second Street.
das ist die Second Street von Santa Monica und hier ist das Asylum, eine Diskothek. Und hier haben wir schon das Diner. Ja, und wir sind in einem typisch amerikanischen Diner, würde ich mal sagen. What'll it be, honey? Die Sahne ist schlecht, das rieche ich. Und das sieht aus wie Rattenköttel. Nee. Haben Sie hier zu fortgeschrittener Stunde irgendwelche blassen oder eigenartigen Typen gesehen? Is that a trick question? Haben Sie schon mal den Ausdruck dünnblütiger gehört? Thin blood. Sounds familiar. Is that one of those tropical diseases? Auf jeden Fall. Haben Sie hier irgendwelche Mädchen rumhängen sehen? Blasse Mädchen. Pale girls. Like the Fitzsimmons albino. Yeah, she hasn't been in here in ages. Okay, versuchen Sie sich zu erinnern. Wo haben Sie Dünnblütige gehört? I know I've heard that before. Vielleicht hat darüber neulich so ein seltsames, hübsches Mädchen gesprochen? Oh, that girl. Nice girl. First decent human being I've seen in here for years. Not like all the junkies and crazies I normally see. Yeah, I remember her. Yeah, weird. She left a tip, but she didn't order a thing. Yeah, she looked so hungry, too. Just sat there all night with a full glass of water in front of her, talking about this and that. She seemed lonely, a little scared, so I let her stay in the booth until we closed. She left some stuff here. You seem to know her. Why don't you give it back to her if you run into her? Oh, ich danke Ihnen sehr. Das werde ich ganz sicher tun. Okay, wir haben noch einen Erfahrungspunkt erhalten und können jetzt in... noch einen Punkt in Ausflüchte setzen. Okay. Ja, mehr können wir hier nicht machen. I'm busy here. Und irgendwie sind wir total klein, ne? Also wir reichen ihm ja gerade... I'm busy here. Ja, ist ja schon gut. Wir reichen ihn ja gerade mal bis zur Schulter. Sind das Vampire? Was bist du denn? Nur ein Mensch, okay. Und was bist du? Oh, das ist aber ein Vampir. Something I can help you with. Das Leben wäre leichter, wenn du könntest, Freundchen. I guess. Du wirkst besorgt, alles klar? I don't see how that's any business of yours. Verzeihung, ich wollte ja nicht stören. Goodbye, then. Okay, können wir noch mal mit ihr reden? What'll it be, honey? Die Sahne ist schlecht, das rieche ich. Und das da sieht wie Rattenköttel aus. Are you the health inspector? Warten Sie nur, bis ich Ihnen mein Abzeichen zeige. You know, at least the last health inspector had the decency to make it clear when he was asking for a bribe. Here's 50 bucks. I get to live the dream for another exciting month. Yay. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, ich habe noch weitere feine Etablissements zu inspizieren. Yep, und noch weitere 50 Dollar zu erpressen. Oh, Kaugummi, 25 Cent, ich will ein Kaugummi. Geht leider nicht. Ja, und dann sind wir hier wieder draußen. Und wir können uns noch umschauen. Ja, noch eine käufliche Dame. Wir könnten jetzt auch natürlich ins Asylum gehen, aber das machen wir noch nicht. Hä? Wer redet hier? Bist du das? I have seen the face of the demon and it is excited. Jack? Bist du das? Sieht ein bisschen so aus, ne? Ja, das Ende ist hier. Always room for heathens in the cold and oily pits of the damned. Okay. Ja, wir werden dann jetzt erstmal ins Krankenhaus wieder zurückgehen. Und hier pieselt gerade einer. Sehr schön. Oh, und wer bist du? Bist du ein Vampir? Und weg ist er. Ja, wir werden ja mal gar nicht beobachtet, ne? So, wir nehmen den Hintereingang zur Blutbank.
wir könnten jetzt auch nach oben gehen, aber da müssen wir noch nicht hin. Was ist das? 13 Stimulants in every bottle. Liquid Daemon Seed. Ja, das kennen wir auch schon von der Spielhalle. Wir gehen mal hier runter. Können wir hier rein? Wahrscheinlich nicht. Fehlschlag. Stufe 9. Wow. Was haben wir hier? Employee of the Month. Aha. Arbeiter des Monats. Santa Monica Blutbank. Sieht er aus wie eine Frau. Aber das ist, glaube ich, ein Kerl. You next up for the needle? Your donation could save a life, you know. Oh, but isn't it a little late for altruism? I don't think you're here to give blood at all. I don't buy it, Jack. I bet you're here to take blood. Am I right? Hast du denn welches da? Right down to business. None of this pretend I don't drink blood shit. Very refreshing to find a decisive customer. I respect that. So, what'll it be? Wie viel? If you have to ask. Zeig mir, was du hast. Ja, wir können von ihm jetzt immer Blut kaufen. Hier haben wir Aristokratenblutkonserve. Die ist extrem teuer, $198. Diese Blutkonserve enthält das Blaublut der oberen Gesellschaft. Sie frischt verlorene Blutpunkte wieder auf. Und zwar, glaube ich, komplett. Und dann haben wir noch das normale Blut für $99. Eine Blutkonserve, wie sie für Transfusionen in Krankenhäusern verwendet wird. Frisch verlorene Blutpunkte wieder auf. Yep. Und wir könnten bei ihm jetzt auch Morphium verkaufen oder die normale Armbanduhr. Aber wir müssen momentan noch nichts verkaufen. Was ist denn hier? Kommen wir hier rein? Fehlschlag. Was sagt denn unser Questlog? Dünnes Blut. Sie haben Lillys Habseligkeiten aus dem Diner geholt. Ein Foto, ein Schlüssel und eine Kautionsgutschrift. Eine Kautionsgutschrift. Ach, wir müssen erst zu Arthur Kilpatricks Bail Bonds. Das bedeutet, wir müssen jetzt wieder in die Second Street zu Arthur Kilpatricks Crimeputer, weil wir haben einen Gegenstand erhalten. Nämlich, einen Moment, Kautionsschein, die Quittung für eine Kaution, die auf einen Rolf Toten ausgestellt wurde. Die nämlich. Genau, das hatte ich ganz vergessen. Ja, ja. Genau. Hallo, L.A. You're up way past your bedtime, aren't you? Hope you've slipped into something. Hallo? Das ging aber schnell. Bevor ich mit ihm rede, mache ich hier das Radio aus. Ich mag das Radio zwar sehr gerne, aber das stört ein bisschen bei den Dialogen. Welcome to Kilpatrick 24-Hour Bail Bonds. My name's Arthur Kilpatrick. How can I help you? Sie betreiben den Laden hier, nehme ich an. Yep, sure do. I'm a third-generation bondsman. Got a few employees, but I handle most every aspect of the business. Ich sehe aber keine Angestellten, Arthur. I gotta have a few other bondsmen to keep the place open 24 hours, plus a bounty hunter. I pull the graveyard shift, because that's when all the crazy shit happens in Santa Monica. Hört sich nicht so an, als wäre Santa Monica ein guter Ort, um sich niederzulassen, Kopfgeldjäger. Wenn das mal kein interessanter Job ist. Kapiert, ich glaube, ich gehe da mal wieder. Nee. You betcha. I used to do some bounty hunting back in the day. Takes a good solid set of brass balls. Pardon the expression, Missy, but it takes balls to be a good bounty hunter. Ist Ihr Kopfgeldjäger denn überhaupt zu gebrauchen? Yep, damn good. His name's Carson, and he's great at what he does when he wants to do it. I can't seem to find him now, though. He's pissing me off, to be honest. I need him to go find someone.
Haben Sie denn keinen anderen Kopfgeldjäger? Dann schmeißen Sie ihn doch raus. Vielleicht könnte ich ja an seiner Stelle... vielleicht brauchen Sie den Kopfgeldjäger, den Sie vor Carsten hatten. His name's Knox. I can't seem to find him now, too. Ah, den haben wir ja schon gefunden. Das ist der, der uns angesprochen hat vor dem Krankenhaus. Jetzt wissen wir, was Knox vor seinem Ghoul-Dasein war. Nämlich ein Kopfgeldjäger. Sehr interessant. Der Name kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Well, I don't feel right cutting Carson loose just yet. We go way back. I knew his father, too. Tell you what, since I'm stuck here, why don't you go look for him? Just real quick. I'll pay you for your time. Ja, das könnte ich machen. Great, great. I suppose the first place you should look is his apartment in Santa Monica Suites. Apartment 1, I think it is. Maybe you'll find something there to let you know where he's got himself to. Here's a key card, that'll let you in. Okay, danke. Ich finde, er backt ein bisschen rum. Also, er bewegt sich manchmal ziemlich hakelig. Vielleicht... Ich muss mal schauen, ob ich daran irgendwas ändern kann. Aber kann ich Ihnen noch eine Frage stellen, bevor ich loslege? Sure, honey. What is it? Haben Sie von den Morden hier gehört? Yeah, they're saying there was a murder down by the pier, just like the one the other day down in Long Beach. Just vicious. Tore them up. They're saying it's a serial killer. Macht Sie das nervös? Well, typically when things like this happen, the cops ratchet up the patrols and start hauling in more suspicious types. Could be good for me. Welche Ironie, ich muss jetzt los. Nein. Sure, honey, what is it? Ah doch, das war alles. Okay, wir müssen diesen Rolf Toten finden, ne? S bis Z. Toten. Ja. Straftäter, Kaution gestellt am 22.08.03. Illegale Einwanderung, Fall 663321. Kautionsbetrag $15.000. Kautionsart, Sicherheiten, Auto, roter 77er Lightning Bird. Nummernschild, CA Gaikoni. Hinweise, geh wieder nach Deutschland, Kumpel. Wir nehmen hier keine Euros. Okay. Dann haben wir noch Kautionen. Wir hacken das mal wieder. Geld. Na, das hätte ich mir auch denken können. Muddy. Wessen Muddy? Ich will gar nicht wissen, warum man ihn Muddy nennt. Okay. Dann haben wir noch E-Mail. Freiheit. 1. Dein Vater? Von Mutter. Toll. Asa, dein Vater wollte, dass ich dir schreibe. Ich soll dir sagen, er hat einen 8 cm großen Eiterpickel. Du musst unbedingt vorbeikommen und dir dieses Ding ansehen. Hab dich lieb, Mami. Welche Mutter will das denn bitte? Und welcher Vater will das seinem Kind zeigen? Das ist ja ekelhaft. Haben wir irgendwas im Kühlschrank? Dart können wir auch nicht spielen. Oh, hier haben sich bestimmt die Entwickler verewigt. Aber leider sehr verpixelt. Und Pizza und... was ist das da für eine Dose? Das ist ja eklig. Und Donuts. Die so glänzen, als wären sie aus Glas. Aber passt zu ihm, ne, Dickerchen? What's shaking? Ich bin immer noch auf der Jagd nach Carsten. Ich bin neugierig auf ihr Geschäft. Bail bonding? What do you want to know? Nichts, bis später. Das war nur eine Fanfrage. Ja, wir müssen jetzt in die Tiefgarage, aber hier geht's nicht zur Tiefgarage. Da müssen wir jetzt wieder hier entlang. Stinking bowels, Miss Rain. It's the pungent sewage of hell, seeping into the cracks of this putrid... Verfaulendes Fegefeuer, ja. Genau. Hier in die Tiefgarage. Hey, sorry.
Und wir müssen ein rotes Auto finden. Das ist blau, das ist schwarz, das ist grau. Schwarz, grau. Das ist ein Trabi. Ist doch, nee. So ein VW-Bus. Kein Trabi. Sorry, wenn ich jetzt irgendwie Mist rede. Ah, hier haben wir doch ein rotes Auto. Und es ist schon das Richtige. Ja, Geikoni. Oh, ein Buch. Gegenstand erhalten, Tagebuch und ein Montiereisen, was wir aber nicht nehmen können. Okay, wir haben ein Tagebuch gefunden. Okay. Das scheint das Tagebuch einer Frau zu sein. 30.04.2003. Ich habe heute einen Kerl im Asylum getroffen. Oh Gott, der ist ja so geil. Er heißt Rolf und kommt aus Deutschland. Europäische Männer haben so viel mehr Klasse, verglichen mit den langweiligen kalifornischen Jungs. Er will mich morgen Abend treffen, ob er wohl reich ist. Jedenfalls sieht er so aus. Morgen gehe ich erstmal shoppen und suche mir etwas, worin ich nicht aussehe wie eine fitte Kuh. Ich kann es kaum erwarten, ihn endlich wiederzusehen. 21.05.03. Ich glaube, das mit Rolf wird eine ernstere Sache. Er hat gesagt, er will mir nächste Woche etwas ganz Besonderes schenken. Und wenn es das ist, was ich denke, wird es auch echt Zeit. Ich dachte, Europäer wären in solchen Sachen nicht so verklemmt. 6.06.03. Ich bin heute Abend um 8 aufgewacht. Das an sich ist ja schon seltsam. Aber noch dazu kann ich mich nicht daran erinnern, gestern Abend überhaupt ins Bett gegangen zu sein. Eigentlich erinnere ich mich an gar nichts mehr seit letzten Samstagabend, als Rolf hier war. 10.06.03. Ich bin schon wieder spät wach geworden. Seit 4 Tagen habe ich nichts gegessen. Ich weiß auch nicht, was mit mir nicht stimmt. 11.06.03. Rolf ist gestern Abend wieder vorbeigekommen. Er meinte, ich habe deshalb nichts gegessen, weil ich Blut bräuchte. Er sagte, das sei alles, was ich jetzt zu mir nehmen könne. Ich würde keinen Hunger mehr verspüren, wenn ich welches tränke. Er hatte eine Blutkonserve von der hiesigen Blutbank dabei. Ich habe mich geweigert, aber vergeblich. Was passiert mit mir? 26.07.03. Rolf sagt, er muss mich schon bald verlassen. Einige Leute versuchen, ihn aus dem Land zu jagen. Er hat nicht ein Wort darüber verloren, ob er mich mitnimmt. Toller Rolf, ganz ehrlich. 22.08.03. Ich muss heute für Rolf eine Kaution bezahlen. Er wurde von der Polizei in Gewahrsam genommen. Weil sein Visum abgelaufen ist, er sah so ängstlich aus. Ich glaube, er hat nicht vor, mich mitzunehmen. 7.12.03. Seit ich Rolf freigekauft habe, habe ich von ihm weder etwas gesehen noch gehört. Was soll ich bloß machen? Ich dachte, er würde sich um mich kümmern. Warum hat er mir das nur angetan? Tja, typisch Mann. Das machen die sehr gerne. 15.04.04. Ich habe bis 5 Uhr morgens mit diesem Typen geredet, den ich im Surfside kennengelernt habe. Als ich ihm sagte, ich müsse gehen, habe ich mich wie Aschpuddel gefühlt. Er war für mich wie ein Prinz. 16.04.04. Ich habe den Typen vom Surfside wieder getroffen. Er hat keine Ahnung, was ich bin. 24.04.04. Ich habe I, den Typen vom Surfside, gestern Abend in meine Wohnung geschleppt. Er meinte, er würde in ein paar Tagen zurück nach Australien gehen, jetzt da das Turnier zu Ende geht. Ich will nicht, dass er geht. Ich habe noch nie solche Gefühle für jemanden gehabt. Nicht einmal für Rolf. 25.04.04. I hat mich gestern Abend geküsst und ich konnte mich nicht davon abhalten, ihn in den Hals zu beißen. Ich habe viel zu viel getrunken und ich habe ihm mein Blut gegeben, um ihn zu retten. Als ich ihm das alles zu erklären versuchte, meinte er, er wolle mich nie wiedersehen. Was habe ich nur getan? 8.05.04. Seit dem Abend mit I kann ich nicht mehr trinken. Ich habe Angst davor, was jetzt passiert. Ich erinnere mich, dass Rolf Blut von der Blutbank mitgebracht hat. Vielleicht kann ich mich da reinschleichen, mir ein paar Blutkonserven schnappen und abhauen, bevor mich jemand erwischt. Okay, ein sehr langes Tagebuch von Lilly, höchstwahrscheinlich. Und sie hat geschrieben, dass sie in der Blutbank ist, aber wir werden die Blutbank erst in der nächsten Folge aufsuchen. Bis dahin sage ich Dankeschön und bis dahin, ciao!